Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier auf unserem YouTube-Kanal. Und ja, ich habe mal wieder was zum Auspacken hier. Und zwar, ihr seht, es ist ein bisschen chaotisch, aber es geht auch wieder um Aufladen heute. Ich benutze ja, seitdem er quasi erschienen ist, diesen Belkin Boost Charge 3 MagSafe Charger, wie auch immer der jetzt heißt gerade. Der hat mir sehr gute Dienste bisher geleistet und ich bin sehr zufrieden damit. Ihr seht, der ist auch schon ganz schön, wenn man das hier sehen kann im Licht, ich weiß gar nicht, ein bisschen gelblich, also ein bisschen vergilbt schon durch das Laden. MagSafe, wer weiß. Ihr seht, super cooles Ding, richtig hochwertig, schwerer Standfuß, hier alles aus Metall, Alu, whatever. Fest verbautes MagSafe, wichtig, 15 Watt, ja, also hast halt auch nicht überall. 15 Watt und hier normales Apple Watch Ladegerät, also nicht für die 7er irgendwie schneller gemacht, sondern normales Laden und hatte so einen proprietären Anschluss hier und das war's. Und das ist eigentlich ganz cool, auf dem Nachttisch und so macht das Ding eine gute Figur, wie gesagt, ist gut verarbeitet, lädt schnell auf, zuverlässig auf. Der Magnet hält super und der ist ja hier so ein bisschen angeschrägt, dass die Apple Watch da drauf nicht runterfallen kann. So weit, so gut, so schön, aber es ist auch alles sehr steif, ne? Man kann hier keinen Winkel oder irgendwas einstellen. Aber ich mag es trotzdem sehr, 150 Euro glaube ich oder so, also erschreckend. Ich habe dazu auch damals mal ein Video gemacht, das kann ich euch ja mal quasi hier in die Ecke reinpacken. Jetzt habe ich was anderes hier und zwar von der Firma Hyper. Ich suche schon immer mal noch so nach so einem zweiten Ding hier für den Schreibtisch und so. Wie gesagt, das ist hier Nachttisch, ich brauche was für den Schreibtisch. Und die Firma Hyper hat vor einer Weile, ich glaube im Oktober oder so, was auf Kickstarter gepackt. Und zwar dieses Ding hier, das ist jetzt vor ein paar Tagen angekommen. Das heißt, es hat auf jeden Fall fast 3 Monate gedauert, ungefähr, bis das dann mal hier war. Mit Shipping noch innerhalb von, weiß ich nicht, hat auch nochmal 1,5 Wochen gedauert mit Zoll und so. Musste auch nochmal Zoll drauf zahlen. Also ich habe, glaube ich, 100 Euro so bezahlt für das Becken. Und dann habe ich nochmal 25 Euro, also für das Becken auf Kickstarter. Und habe nochmal 25 Euro hier jetzt beim Zoll bezahlt, beziehungsweise hier bei der Post. Was ist das? Das ist auch so ein Ding hier, auch so ein Charger, aber was ist oder was genau die Spezifikationen sind, gucken wir uns gleich nochmal an. Wir packen das mal jetzt zusammen aus. Da war so ein Paket drum, das sah jetzt aber nicht mehr so schön aus, deswegen habe ich es einfach mal schon mal ausgepackt, ohne jetzt hier viel rumwühlen zu müssen. Also wir haben hier so einen Stecker für jedes Land, ja. Dann haben wir das Main-Gerät, würde ich mal sagen, machen wir gleich. Und hier ist noch eine Box. Hyper, die machen immer gerne so Produkte und bringen die dann irgendwie auch über Kickstarter raus und irgendwann kommen die dann auch mal. Ich habe noch so einen Dock fürs MacBook gebackt, wird dann hier natürlich auch ausgepackt zusammen mit euch. Ja, relativ simpel, relativ easy jetzt hier gerade. Stromkabel, ne? Also ganz, ganz unspektakulär. Da kommt dann halt dieser Aufsatz drauf hier. Einer der passenden, in meinem Fall der europäische bzw. der DE-Aufsatz, ja. Und jetzt kommen wir zum Ladegerät an sich und es sieht erstmal so aus, als ob man es zusammenbauen müsste. Ist aber gar nicht so. Ich hol's mal aus der Tüte raus. Und dann sieht man schon, dass das zusammengeklappt ist. Ja, also hier ist die Unterseite gummiert. Ist auch ein Wireless Charger, ganz normal. Also er steht zwar drauf, dass es 15 Watt sein sollen. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert, weil, kann ich euch gleich sagen, warum. Es gibt nämlich 2 Versionen davon. Es gab noch eine MagSafe-Version davon, die nochmal 20 Euro mehr gekostet hätte und auch teurer war, also teurer war und auch länger gedauert hätte so. Also die hätte nochmal irgendwie einen Monat oder 1,5 länger gebraucht und also 100 Euro für so ein Ladegerät ist ja auch schon viel, deswegen habe ich mich dafür entschieden, da jetzt nicht nochmal extra nochmal 20 Euro mehr auszugeben, weil das Ding eh, wenn dann nur über Nacht lädt und ob das jetzt 15 oder 7,5 Watt lädt, ist mir eigentlich egal. Deswegen schauen wir mal. Ich habe ja auch hier ein Video, kann ich euch ja nochmal verlinken, vor kurzem erst das MacDodo-Kabel ausgepackt, mit dem man die Wattzahl, die genommen wird, abmessen kann am Kabel. Das würde ich hier auf jeden Fall mal ausprobieren, dann, weil es hat nämlich ein USB-C-In, also kein Out, das heißt, man kann auch über USB-C laden scheinbar. Und dieses Kabel hier, ne, dieses normale, das heißt, es ist also dieses Standardkabel, das ist ganz cool. Out würde natürlich bedeuten, man kann noch ein Gerät laden, aber man kann schon 4 Geräte damit laden. Dementsprechend machen wir jetzt erstmal so, dass wir es hochklappen. Dann gucken wir mal, ich wechsle auch gleich mal die Kameraperspektive, dass ihr das noch ein bisschen besser sehen könnt. Hier haben wir den magnetischen Halter, ja, wo wir unser iPhone, ja, das hält auch, super. Der hält auch sehr fest, sehr gut. Gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Hier das Mac, für die Apple Watch, auch sehr cool. Ähnelt relativ ähnlich dem. Also das ist ja auch Metall und so, ne? Das ist jetzt, sieht wirklich auch von hinten recht identisch sogar aus. Und hier haben wir nochmal einen normalen Charger. Und hier nochmal einen Charger. Also wir haben 4 in 1. Hier für die Apple AirPods zum Beispiel und hier für ein anderes Telefon, falls ich keine Ahnung noch eins habe. Ich bin so ein bisschen irritiert, weil das sollte man hier eigentlich ein bisschen bewegen können, weil ich finde ja diese Festigkeit hier angesprochen.
bewegt sich aber gar nicht. Also es ist ein bisschen locker, aber das hat jetzt nichts von bewegen. Ich weiß nicht, ob sie damals das damit gemeint haben, aber das ist jetzt ja nicht das, was ich eigentlich erwartet habe. Muss ich mir auch nochmal eben kurz beim Umbau die Beschreibung anschauen, was genau das Video damals ist. Jetzt auch schon wieder, wie gesagt, 3 Monate her. Manchmal vergisst man dann auch, was man da so gebackt hat, weil das ist ja nur minimal hier. Das bringt ja fast gar keinen Vorteil. Ich wechsle mal die Kameraperspektive und dann schauen wir nochmal zusammen ein bisschen von vorne, auch nochmal im Vergleich mit dem Teil hier, was das jetzt ist, ob das gut ist, ob das Sinn macht oder ob das keinen Sinn macht. So, wie angekündigt, ist das jetzt mal ein bisschen andere Perspektivwechsel. Ihr seht hier ein bisschen mein Schreibtisch, mein MacBook da hinten, was das Audio aufnimmt. Und das Ding hat jetzt schon Strom hier. Ich bin über USB-C rangegangen. Ich hätte natürlich auch diesen normalen Charger nehmen können, der da dabei war, aber USB-C ist mir dann doch ein bisschen lieber. Hab auch das McDodo-Kabel angeschlossen. Link ist oben. Ich hatte vorhin beim Unboxing ganz kurz gesagt, dass das Ding hier beweglich war in den Videos und ich blende euch das mal kurz ein. Das war auch so und das ist es nicht mehr und ich habe darüber eigentlich keine Info gesehen. Das ist ein bisschen schade. Jetzt ist es nicht mehr so viel anders als das Ding, was ich von Belkin habe, was ich euch vorhin auch gezeigt habe beim Unboxing. Ich werde da nochmal Feedback hinschreiben, dass ich das ein bisschen blöd finde, dass das nicht kommuniziert wird. Also, dass das ein bisschen länger gebraucht hat beim Arbeiten und so weiter. Alles gut. Oder beim Herstellen, alles gut. Aber dass dann so eine Sachen, die wirklich essentiell sind, dann, also wo ich dann sage, das ist halt ein geiles Feature gewesen, was ich gerne gehabt hätte, nicht kommt, finde ich ein bisschen schade. Ich meine, es wird nichts mehr ändern jetzt, aber es ist halt so, wie es ist. Habe halt, wie gesagt, noch was von denen bestellt, wo ich hoffe, dass das dann auch so kommt, wie sie es angekündigt haben. Auf jeden Fall hat das Ding jetzt Strom. So, was können wir denn jetzt hier alles machen? Also wir können zum Beispiel, hier sind so kleine Kreise aufgezeichnet, seht ihr jetzt nicht, können wir zum Beispiel AirPods drauf laden. Oder können wir auch nicht draufladen? Ich weiß nicht, jetzt laden sie, okay. Jetzt laden sie und manchmal dauert das ein bisschen und sie laden mit 6 Watt, 7 Watt. Zeigt so das Kabel an, das ist wieder bei 5. Also die laden jetzt mit 5 Watt. So, dann kann ich natürlich mein iPhone hier noch magnetisch anpinnen. Wie gesagt, kein richtiges MagSafe, aber ganz normal. Ja, jetzt ist er bei 9, 10 bei 10 Watt ungefähr, 11 Watt, 12, ja, 15 Watt ist er jetzt. Jetzt zieht er 15 Watt, aber eben für beide zusammen, ne? Also jetzt nicht, ist er wieder bei 10, 9, also es ist dann natürlich nicht so konstant. Und dann kann ich noch, wenn ich möchte, bin sehr gespannt, wie das Ding das aushält, meine Apple Watch hier raufpacken. Die lädt dann auch noch los, wenn ich das will. Seht ihr, lädt. Lädt das hier auch noch? Jo, lädt. Ist bei 18 Watt, 20 Watt jetzt wieder. Es ist Power Delivery, ist 140 Watt Netzteil angeschlossen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Können ja mal ganz kurz hier raufschauen auf dieses noch andere Kabel. Da ist von 36 Watt die Rede. Also gut, das ist ja dann eigentlich egal jetzt. Und hier kann ich auch noch was laden. Und das lädt auch. Das seht ihr jetzt vielleicht nicht, aber es hat vibriert. Und jetzt ist er bei 18 Watt. Jetzt laden aber 4 Geräte auf einmal, was natürlich ziemlich geil ist. Ja. 21 Watt, 20 Watt, ja, also 20 Watt scheint er sich so einzupegeln. Keine Ahnung, ob das Ding dann sonderlich warm wird mit der Zeit, aber es ist natürlich cool, dass ich hier 4 Geräte auf einmal laden kann, wenn ich das will. Die laden auch noch, kleiner Trick, wer es nicht weiß, auf die AirPods zweimal raufhauen, wenn sie quasi, wenn sie kabellos laden, dann sieht man am Licht, also dann geht die LED an. Und ja, funktioniert. Ich nehme alles andere runter. Das ist nicht so interessant. Gucken wir mal, wenn das iPhone alleine lädt. Das ist bei 10 Watt, 12, 11, 10, 12. Ja, ist also bei 12 Watt scheinbar. Wie gesagt, das ist nicht das MagSafe-Ding. Es gibt eine MagSafe-Variante davon. Die war mir dann aber doch zu teuer am Ende. Ist ja nicht gegeben, dass das Kabel alles richtig macht und dass das alles richtig misst. Aber er lädt jetzt hier so mit 10 Watt. Irgendwas zwischen 10 und 12, 13, 14 Watt so ungefähr. Ist aber nicht so schlimm. Denn ich muss sagen, das ist halt eben nicht so ein Ding, wo ich schnell laden will. Wenn ich wirklich schnell laden will, lade ich mit dem Kabel. Wenn ich aber nebenbei mal eben laden will, dann so nachts oder so, dann ist das perfekt. Ich lege mal das hier so rauf nochmal. Lädt auch, obwohl es iPhone 13 Pro ist. Und mit der dicken Kamera. Und hier macht er aber, klettert er so langsam auch auf 7 Watt hoch irgendwie, ja, okay. Das ist okay. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob das Ding wirklich so hundertprozentig funktioniert und ob das wirklich gehalten wird, was da versprochen wurde. Denn ja, jetzt ist er gleich wieder bei 12, 13 Watt. Das ist schon ganz gut, aber
So richtig befriedigend ist es nicht, ja. Aber so ist es mit Kickstarter-Sachen nun mal. Deswegen seid da mal vorsichtig, was ihr backt und was ihr da machen wollt. Aber ich wollte euch das mal ganz kurz noch zeigen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ihr könnt das Ding auch irgendwann bald kaufen. Es ist schon groß, aber eben 4 Geräte aufladen ist schon super. Und ich würde sagen, machen wir es zu für heute hier für dieses Video. Wenn ihr mich wissen lassen wollt, was ihr so für Ladegeräte benutzt, habt ihr das Projekt auch gebackt auf Kickstarter, oder lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr so zum Laden nutzt. Sagt ihr, MagSafe ist mein Ding, ich bin ja MagSafe-Fan, oder sagt ihr vielleicht, keine Ahnung, nur Kabel ist das Wahre, dann lasst es mich gerne wissen und packt es einfach mal in die Kommentare, und dann würde ich sagen, war es das für dieses Video. Wir sehen uns aller spätestens beim nächsten wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.